Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zurück in die Zukunft. Wir waren letzte Folge dabei, den DeLorean zu durchsuchen, um ein Datum zu finden, wo Doc... Okay, Doc, wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Zeitleitungsschalter, Zeitleitungstür. Okay, gibt nur noch diese drei Sachen. Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich Doc suchen soll. Okay. Die kann ich benutzen, um ein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Okay. Die kann ich benutzen, um ein Datum in die Zeitleitung... Okay. Sobald ich weiß, wann ich... Alles klar. So, im Auto haben wir schon mal nichts mehr. Einstein DeLorean. Ja, also wird Einstein wohl den Hinweis haben. Was wann ist da wir passiert, Aini? Oder? Kann der auch laufen zufällig? Oh, nein, das wollte ich nicht. Was ist das? Nachdem er dann aus dem Biffs gierigen Klang gerettet hatte, sieht irgendwie aus wie ein Tagebuch. Okay. Habe ich was im Inventar, was mir helfen könnte? Foto von George. Docs Notizbuch, Tonbandgerät, mysteriöser Schuh. Ja, das wollte ich noch. Okay. Objekt untersuchen. Was muss ich dafür drücken? Dieser Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Marty? Ah. Marty? Ah. Kann ich mit Doc seiner Stimme vielleicht irgendwen täuschen? In diesem Notizbuch sind Docs komplette Pläne für den Fluxkompensator und den DeLorean. Ich sollte sicher gehen, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Und mit falsche Hände meine ich hauptsächlich Biff. Okay. Das weiß ich aber immer noch nicht. Können wir wieder in das Haus rein? Anscheinend nicht. Hä? Welchen Knopf kann ich mir nochmal alle Punkte anzeigen lassen? Es gibt nur diese beiden Punkte. Einstein, DeLorean. Komm doch nicht. Hallo? Fängt schon mal gut an hier in der zweiten Folge. Nicht weiter. Ah, nein, das wollte ich nicht. Nicht weiter umgucken. Auch nicht mit der Maus. Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Raus. Ich lass einfach. Jetzt weiß ich's. Ha. Ich muss den Schuh nehmen und den Einstein zeigen. Und der Schnüffel. Was weißt du über diesen Schuh, Aini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Haha, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Wunderschöner Olli. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Aini? Summer? Strickland? Hieß dich so der Lehrer? Geht von der Tür zurück! Oh. Nun will ich dich mal ansehen. Komm schon, Einstein. Wie ich es
vermutet habe. Unruhestifter! Weg da! Na, wird's bald? Okay. Komm zur Sache, Kind! Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung! Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Der Schuh. Nein. Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups! Hm? Bleib da! Bleib da! Ja, mach ich doch. Schrei mich nicht so an, Mann. Oh, sie hat auch einen Schuh. Hey, lass mich nur mal Schuh halten. Guck nicht so blöd. Diese Kreatur muss draußen bleiben. Das ist ein Hund, Mensch. Tut mir leid, Einstein. Diese Kreatur. Du bist eine Kreatur. Ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Ja, aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen. Aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdys. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Die hat den Ofen nicht angemacht. Den Herd. Die Gasplatte. Hey! Ihr da! Mach die Zigaretten aus! Boah, Alter. So eine willst du ja auch als Nachbarin haben oder sowas. Okay, was haben wir hier? Fernglas, Zeitung, Heizkörper, Bonbons, Katzenschüssel, Edna. Ja, fang beim Fernglas mal an. Darf ich mal sehen? Nur zu, Schätzchen! Mann, das ist aber stark. Ich kann Biff sehen, wie er in die Videothek geht. Du glaubst nicht, was für einen Schund sich der Junge ansieht. Er ist ein außer Kontrolle geratener Hedonist, genau wie sein Vater. Okay. Wenn es hier einen Hinweis gibt, wo ich Doc finden kann, scheine ich ihn nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo ich zu suchen beginnen soll. Vielleicht fragen wir die Alte mal, wann sie den Schuh verloren hat. Miss Strickland? Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht! Jack Daniel? Was? Ja? Wann haben Sie den Schuh verloren? Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag wichtig, Tor. Aber... Oh, gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Okay. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Am Tag, an dem die Bar abbrannte, also. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Ja, ist ja gut, Mensch. Sie nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet.
Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Echt? Wann habe ich denn Marmelade gegessen? Okay. Wie lenken wir Edna ab? Katzenschüssel. Oh, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Miss Pretty Whiskers ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Bonbons. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Lecker. Ja, das haben so Bonbons von Omas so ansehen. Oh, hier gibt's ja noch mehr. Katzenauszeichnung? Nein, mal zurück. Katzenauszeichnung. Was ist denn das? Meine journalistischen Auszeichnungen. Der Katzenfreund? Das ist seriöser Journalismus. Bilder? Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Es ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Pass nichts an. Doch. Was für Zeitungen dann? Egal, was du sagst. Wenn du schon abhaust, ist bestimmt irgendwo drin, wann die Bar abgebrannt ist. Gibt's doch zu. Nein, nicht das Fernglas. Zeitungen. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Ha, nettes Bild. Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, nein, da ist Doc nicht gelandet. Einstein hat mir den Schuh gebracht. Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ja, das wird doch in irgendeiner Zeitung stehen. Ich brauche zumindest das Jahr. Firma kündigt Pläne für Lone Pine Mall an. Peabody Ranch muss dem Bauvorhaben weichen. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll. Wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Achso, ich muss... Ja, keine Ahnung, das sagt die Olle mir ja nicht. Seltsam. Das Wasser kocht immer noch nicht. Okay, wir reden nochmal mit Edna. Entschuldigen Sie, Miss Strickland. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Ja, man will ja wohl wissen, wann diese Prohibition war. Und wo war sie? Schon mal aufs die Jahr Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Das ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Ha? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Okay. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht wurde. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Okay. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Tiftenen! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe!
Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Da stand gerade was Neues. Miss Strickland? Könnten diese Zeitungen mir weiterhelfen? Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Was ein Zufall. Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Wann ist die Bar abgebrannt, Mann? Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Okay. Lass mich doch ein bisschen an der Heizung hier rumfummeln. Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt. Nein, bestimmt noch nicht. Clint Eastwood stürzt mit Zug in den Tod. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Was? Hat die nicht journalistische Preise gekriegt? Irgendwas stand doch hier, oder nicht? Seht mich nicht so an! Hä? Ja, was soll ich denn hier noch durchsuchen? Küchentür. Der höfliche Gast hält sich von der Küche fern, Mr. McFly! Das liegt an diesem billigen, ausländischen Teekessel. Aber finde heutzutage mal einen amerikanischen. Ach. Ich bin jetzt schon wieder da. Was war das? Achso. Bilder. Marshall Strickland. Mein Großvater. Er wurde vor über 100 Jahren von Mad Dog Tannen erschossen. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Schon gut. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten... Wie bitte? Schon gut. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Verwirrt. Kannst du nochmal verschwinden? Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt! Wird wohl irgendwie ein Jahr zu finden sein? Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen! Na, guck mal zur Videothek, wann die gebaut worden ist. Ah, ja? Okay. Wieder aufgebaut im Februar 1932. Na also. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Ja, das Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Aber du hast jetzt das Jahr. Also kannst du jetzt wohl was in den Zeitungen suchen, oder ne? Meine Güte. Das endlich. Ist das Pfeifen! Ja, das Wasser kommt. Geh mal gucken. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Carl Sagan? Das ist Doc! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn retten! Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht! Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Raus! Ja, ich gehe. Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... angegriffen?
Master Fusion füttern. Marty? Wo hast du gesteckt? Und wie siehst du eigentlich aus? Halloween? Nein. Hatte ich das nicht erzählt? Ich habe die Hauptrolle in der Schulaufführung von... Früchte des Zorns? Genau. Oh, Steinbeck. Wen spielst du? Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Eben. Ich habe eine Zeitmaschine. Bist du bereit, Einstein? Sicher ist er bereit. Ja, keine andere Wahl. Aber wie es weitergeht, Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da und tschüss. Jo.